Liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative für Recht und Freiheit, heute ein paar Feststellungen und Gedanken zu dem heftig diskutierten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Maßnahmen der EZB. Ich will dazu gar nicht inhaltlich Stellung nehmen, dafür fehlt mir die Kompetenz, sondern nur zu der Frage, ob und weshalb das Bundesverfassungsgericht berechtigt war, sich kritisch zu den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank und auch dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu äußern. Dazu muss man zunächst mal festhalten, die Europäische Union, viele werden das bedauern, ist kein Staat. Sie ist kein Zentralstaat, sie ist auch kein Bundesstaat. Sie ist wohl am ehesten das, was man eine Konföderation nennt oder ein Staatenbund, auch wenn sich für diese besonders enge Zusammenarbeit, die wohl geschichtlich einmalig ist, heute der Ausdruck eingebürgert hat, sie sei ein Gebilde eigener Art, sui generis. Aber es ist nicht bezweifelt worden, dass sie kein Staat ist. Deshalb ist auch der Europäische Gerichtshof kein staatliches Gericht. Er ähnelt mehr einem Verbandsschiedsgericht, dem sich die Verbandsmitglieder zur Regelung der Streitigkeiten innerhalb des Verbandes unterwerfen und dann, wenn das unterhalb staatlicher Ebenen ist, oft auch später staatliche Gerichte anrufen können, wenn sie sich etwa vom Verbandsschiedsgericht schlecht und falsch behandelt fühlen, insbesondere wenn das Verbandsschiedsgericht und der Verband Kompetenzen überschritten haben. So ist es auch hier. Das höchste Gericht für die Bundesrepublik Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht, wenn auch beschränkt auf die Auslegung und Anwendung der Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht darf also einfaches Recht, Sozialrecht, Strafrecht, Zivilrecht, Gesellschaftsrecht nicht auslegen. Es darf nur dann einschreiten, wenn es Verfassungsgrundsätze, insbesondere auch Bürgerrechte, Grundrechte, wie wir sagen, verletzt sieht. Und dann hat es die höchste Autorität im Staat. Es hat dann die höchste Autorität im Staat. Ihm sind alle anderen Organe des Bundes, insbesondere die Bundesregierung, aber auch der Bundestag, das Parlament, unterworfen und müssen dem folgen. Es ist also falsch, schlicht falsch, wenn behauptet wird, der Europäische Gerichtshof sei das höchste Gericht in Europa und stehe über dem Bundesverfassungsgericht. Der Europäische Gerichtshof ist zunächst befugt, die Verträge der Europäischen Union auszulegen und europäisches Recht anzuwenden. Aber er darf natürlich nicht über seine Kompetenzen, das heißt die Kompetenzen der Europäischen Union selbst, hinaus entscheiden. Die Europäische Union, da sie kein Staat ist, verfügt nicht über eine allgemeine Kompetenz, sondern nur über das, was wir beschränkte Teilermächtigungen nennen, also nur solche Kompetenzen, die ihnen durch völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten zugewiesen sind. Die Europäische Union hat zum Beispiel keine Befugnis auf dem Gebiet der Gesundheit. Sie könnte also nicht etwa gesundheitsfördernde Maßnahmen in der laufenden Corona-Krise anordnen. Sie hat auch keine Befugnis, und erneut, viele werden das bedauern, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und könnte also nicht etwa einem anderen Staat den Krieg erklären oder innerhalb der Mitgliedstaaten, etwa der Bundesrepublik Deutschland, Soldaten einziehen. Wenn sie das täte, überschritte sie ihre Kompetenzen, wir sagen dann ultra vires, und das Bundesverfassungsgericht müsste einschreiten, insbesondere wenn dann deutsche Verfassungsgrundsätze, deutsche Grundrechte verletzt würden. Und so ist es auch hier. Viele werden bedauern, dass das Bundesverfassungsgericht nicht festgestellt hat, dass die Europäische Zentralbank eine unzulässige, nämlich
durch die entsprechenden Verträge zwischen den Mitgliedstaaten ausdrücklich ausgeschlossene Staatsfinanzierung betreibt. Aber, sagt das Bundesverfassungsgericht, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und zuvor auch der Europäischen Zentralbank gehen über ihre Kompetenzen hinaus, weil der Europäischen Zentralbank nur Geldpolitik und nicht allgemeine Wirtschaftspolitik zugewiesen ist, sie also allgemeine Wirtschaftspolitik nicht betreiben darf. Es ist deshalb, das am Rande angemerkt, auch höchst fragwürdig, wenn etwa die deutsche Kommissionsvorsitzende erklärt und die Frau Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, sie wolle bestimmte etwa Umweltpolitiken unterstützen. Die Europäische Zentralbank hat auf den Geldwert, den Wert des Euro zu achten. Sie darf Inflationsziele vorgeben und diese zu erreichen suchen, aber mehr im Grunde auch nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht also feststellt, die Grundrechte deutscher Bürger werden verletzt und sie werden schon dann verletzt, wenn eine nicht zuständige Organisation wie die Europäische Union und ihre Organe, die Kommission, die Zentralbank und dann auch der Europäische Gerichtshof, die diese Rechte verletzen, dann muss sie dem entgegentreten und alle Organe der Bundesrepublik Deutschland sind verpflichtet, dem zu folgen. Es ist also nicht nur ungehörig, sondern rechtswidrig, wenn etwa die Bundesregierung oder der Bundestag versuchen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu unterlaufen und etwa die Europäische Union und ihre Organe ermutigen, gegen die Bundesrepublik Deutschland etwa mit Vertragsverletzungsverfahren vorzugehen. Die Bundesregierung hat sich dem Bundesverfassungsgericht jedenfalls rechtlich nicht entgegenzustellen. Politisch kann sie sich natürlich über Urteile äußern, diese kritisieren, sich Korrekturen wünschen, aber sie darf nicht entgegen der vom Bundesverfassungsgericht ausgelegten Verfassung handeln.